Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute, wie man das im Titel lesen konnte, geht es wieder um einen TÜV-Mangel. Und zwar der TÜV-Mangel heißt Koppelstange, erste Achse, links, Lagerung ausgeschlagen. Erste Achse bedeutet immer die Vorderachse, das Thema hatten wir jetzt schon zigmal. Zweite Achse ist die Hinterachse, links ist links, rechts ist rechts. Das erklärt sich ja wohl von selbst. Und TÜV-Mangel, wir machen ja deine Playlist, die kommt auch meiner Meinung nach ziemlich gut bei euch an. Ihr könnt gerne immer unten in die Kommentare schreiben, welche TÜV-Mängel wir noch besprechen sollen, worüber wir quatschen können, welche TÜV-Mängel interessant sind. Und heute geht es einmal um das Thema Koppelstange. Das ist ein erheblicher Mangel, wenn diese Koppelstange defekt ist. Und das würde passieren, dass man keinen TÜV bekommt. Und wie ihr das Ganze vorab checken könnt, ob die Koppelstange bei euch kaputt ist, würde ich euch gerne zeigen und ich würde sagen, los geht's. So, hier sehen wir dann einmal die Stabi-Stange und die Koppelstange ist dran geschraubt. Die Koppelstange verbindet die Stabi-Stange mit dem Stoßdämpfer. Und hier könnt ihr dann einmal dran wackeln und hören, dieses typische klackernde Geräusch, wenn so eine Koppelstange kaputt ist. Wichtig! Nicht nur darauf achten, ob die klackern, sondern auch, dass die Manschetten in Ordnung sind und heile sind, jeweils unten und oben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, die Koppelstange habt ihr halt jeweils vorne, erste Achse, jeweils hier links, rechts, links. Und an der Hinterachse, hier kann man sehr gut die Koppelstange erkennen, die Staubmanschetten, dann die Koppelstange, hier sind die Stabilager. Und einmal hier Koppelstange, Stabilstange, Stabilager. So sieht das Ganze dann aus und hier auch natürlich überprüfen, dass das Ganze heile ist, kein Spiel hat. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen, kurz und schmerzlos Koppelstange überprüfen und TÜV bestehen. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr so alles an TÜV TÜV-Mangel kennt oder was man so vor alles so vorab checken kann. Ich würde sagen, viel Erfolg beim TÜV und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!